Hallöchen ihr, der Nalef hier. Und willkommen zurück bei Grey Dawn, wo es weitergeht, hier in dem mit Abstand abgefucktesten Haus ever. Ja, wo ich erstmal hier den Kammerjäger rufen muss, denn hier regnet's Kröten. Nee, ich muss gucken, was jetzt hier dem lieben Pater Abraham, Alter, ja, angehängt wird. Was steht da? I want the blood and the flesh of Christ. Genau, das Blut und das Fleisch Christi. Da kannst du richtig fetten Süppchen kochen. I want the blood and the flesh of Christ. Okay, ja, yeah, ist not gut, gut, gut. Blood and the flesh of Christ. But that means red wine and sacramental bread. Was? Rotwein blood und the flesh of Christ. Husch. But that means red wine was? And sacramental bread. Hostein? Was ist Hostein? Ich habe keine Ahnung. So. Da haben wir hier jede Menge Mönche, die werden alle besaufen. Das ist. Na, du. Kann es sein, dass diese Figur David darstellen soll? Ja, jetzt hört's auf, oder was? Toll. Oh Mann. Was haben wir denn hier? The Roman Ritual. Roman Ritual. Okay, was immer das ist. Okay, ein blutgetränktes Engelchen. Es ist ein Träumchen hier. Ich gehe nicht da rein. Erstmal nicht. So, hier ist noch eine Tür. Okay, der saß. Ja, doch, der saß. Okay, das ist, ey, das ganze Spiel, das ist so schräg. Das ist... Ja. Okay. Es ist schräg. Guck mal, eine Geige. Endlich mal was Schönes. So, nu. Kann ich den Bogen auch nehmen? Ja. Okay, was haben wir hier? Spieluhr. Sacramental bread. Was ist dein? Okay, ist Brot gefunden. So, die guckt auch so ein bisschen ins Brot. Ey, schon wieder ein Foto, ey. Weißt du, ich hab keinen Bock auf die Kacke hier. So, was haben wir hier? Ein Adler, hier eine Menge Tierfotos. Ein Träumchen. Da hinten. What kind of trick is this? Who brought these mannequins here from the basement? Alter. Da guckst du schon wieder. Boah, ey, schon wieder von. Warte, ist das meine Frau? Oder ist das eine fucking Schaufenster? Alter, Hab ich einen Schaufensterpuppenfetisch und das bin doch ich? Das ist doch eine fucking Schaufensterpuppe. Willst du mich verarschen? Oder nicht? Das sieht so aus. Oh Gott. Na? Hier. Ja, das ist... Holy Water. Heiliges Wasser. Weihwasser? There is a story about a priest and his whore. His name was Father Abraham, and her name was Lady Alexandra. It is said that she was a faithful creature, visiting the church often at night to confess her sins. Of course, Father Abraham would ask God for forgiveness. Later in the night, they would speak again about sins. This time, it would be on how to commit them. She would touch him. Her carnal lust knew no shame. She would plead with him to touch her sinful flesh and to feel the sweetness of her lips. Once she told him, I want to feel the taste of the cross on my lips. I want to be part of your madness,
to make liturgy of sins, to drink the blood of Christ and to eat his flesh, to bathe in his blood, to be one with him. This is blasphemy! There is a story about a priest and his whore. His name was Father Abraham, and her name was Lady Alexandra. Okay, also ich hatte irgendwie hier, obwohl es mir eigentlich verboten ist als Priester, hatte ich ein Verhältnis irgendwie mit Alexandra. Klang nach irgendeiner Escort-Dame aus Polen. So, also wenn ich hier mit der Escort-Dame rumgemacht habe, das fanden die voll kacke. Ich habe mich aber verliebt, ehrlich. Aber trotzdem, irgendwie kam das nicht gut an. So. Sowas auch nicht. Okay. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Der gute alte Jesus. Oh Mann. Okay. Zu? Nein, okay. Okay, also ich habe jetzt das eine schon mal gefunden. Ich vermute mal, ich brauche jetzt noch das andere. Oh Mann, I never felt ashamed about my relationship with Alexandra. She always had a peculiar passion about the church and about me, especially me. God. My God, why have you forsaken me? Das Telefon ist geil. Mit dem Tonchange. Das sind kleine Details irgendwie, die ich feiere es gerade. So, also ich habe jetzt Weihwasser und das eine Zeug. Ich vermute mal hier ist auch noch was, aber es ist verschlossen. Gibt es eine Karte oder sowas von dem Haus? Nee, ne? Und er nur so. Was? Wieso? Okay, was hat man hier? Father God, the creator of all things is no more. Father God, the creator of all things is no more. Father God, the creator of all things. Ich wette. Ich wette, das ist das, was man hört, wenn man in Song of Horror an der Tür lauscht. Genau das. So, das ist ein Telefon, ja, wo? There's something strange about those eyes. I don't like them staring at that door. Telefon? Ja, ich komme, alles gut. So, hier auch nicht. So. Ja, bitte? Alexandra? Okay, gut, ja, ist in Ordnung. Alter. Gut, okay. So. Ey, das Spiel, ne? Ganz im Ernst, das ist so manly abgefuckt. Gut, ich vermute mal, ich muss jetzt noch hier irgendwie, raus. Gell? Kommst du mit? Nee? Okay, dann nicht. Dann geh hier mal gucken. Ob da noch was ist. The smell of wine.
So, hier in dem Kelch. Das heißt, ich habe jetzt alles. Und die Raben immer noch hier am Kreisen. Jod. Warte mal, wo ist denn das hinmache? Ich musste das hier. Hier, ne, oder? Das Brot in den Wein. Ab in die Kröte rein. Zu die Schachtel. Teppich saugt alles auf. Okay, jetzt habe ich also einen weiteren Teil von dem Haus hier freigespielt. Okay, das war das Radio, das war der Raum, genau. Hier kann ich, glaube ich, immer noch rein. Nee, also muss ich jetzt erstmal hier das Treppchen runter, da drüben. Ey, Leute, ganz im Ernst. So, und die kleinen Babyengel da oben. Ach, das ist ja, und hier unten der Schädel. Herz allerliebst, ne? So. Der hinten liest ein Buch. Okay. What is this? Oh, das ist geil. Oh, das ist geil gemacht. Dunk. Cool. Komm, dunk, 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 dunk. Okay, das feiere ich gerade. Schön. Dunk. Und ein Sarg. Und die Stühle sind am Wackeln. God is dead. Reality is just about the material worlds. Numien tuum dispicarum denegamus nostram originem. Jupp, ist okay, gut. Also ich habe noch den Weihrauch. So, da kann ich nichts öffnen. Hier ist eine Jesus-Kopf-Statute, die ich anscheinend hier draufsetzen muss. Oh, danke, Jesus. So, und hier. Brauche ich eine Schallplatte, vermute ich. Hier ist wieder das schräge Bild von dem Kind. Und Alter, was ist denn da? Und ein Teddybär, was ist denn los? So Kindheit geopfert oder was hier und sich dem Glauben verschrieben? Bah, okay. So, was haben wir denn hier? Torten, Knäckebrote, Waffeln mit, ist das Preiselbeeren, irgend sowas? Das gibt es nur zum Essen. Und Süßbabsch. Ey, voll die ungesunde Ernährung hier. So, da ist ein Schuh umgekippt. Warum? Weiß man nicht. So, da ist eine Tür. Hier geht's rein. So, und hier. Das ist gute Porzellan. Okay, gut. Ich vermute mal, ich muss hier jetzt irgendwie entweder hier in die Küche oder hier durch. Church Library. Ist verschlossen, komme ich nicht durch. Also, ab in das Küchlein. So. Fisch hätte es heute gegeben. Aber irgendwie nicht. Okay, da haben wir Zwiebelchen und Petersilienwurzel, Salätchen. Lecker, lecker. An Weihnachten. Und hier dicke Eisbrocken. Warum sind hier dicke Eisbrocken?
Brot und Fisch. A phonograph cylinder. Ah, den kann ich dann für den für die Schallplattenspieler benutzen. Töpfe und Fisch. Also beim Kochen kann ich anbrennen, ist auf niedrige Stufe, ne? Also es ist Minimum Holz drin, damit es nicht anbrennt. Hier genauso. Gut, wunderbar. So, und hier, oh, das ist so eklig. Hier kaputter Spiegel. Warte mal, ist das... Stand das eben schon da? Bin ich, dass dir das Kind verprügelt oder wie? Du hast nicht den Fisch richtig ausgenommen, du Lappen. Oder was? Das ist hier die Sache, ne? Das ist diese übertrieben große Kamera, ne, weißt du? Total verzerrt alles. Okay, dann Musik. Oh, hier. So, Jesus, ich habe eine neue Platte, die wird dir gefallen. Erlaub. I still love you. Do you remember how we met? 6 years ago, at an exhibition of paintings depicting St. Francis. I was in mourning at the time. You noticed me. You approached me, seeing that I was upset and dressed in black. You, a stranger, approached me in an art gallery and comforted me. Who would have done that? I started crying. You wiped my tears away with a white handkerchief. I felt something I could not describe. I was in love for the first time. You told me that you lived your life in vain until the day you discovered God. Wounded as I was, I fell prey to love. But I never thought you would put your love for God above me. I still love you. But it doesn't matter anymore. Das heißt, Alexandra, die Escort-Dame, hatte auf einer Galerie kennengelernt. War schwarz gekleidet, keine Ahnung, vielleicht hat sie irgendwie trauermäßig jemand verloren, war fix und alle mit den Nerven am Ende. Rotz und Wasser geheult. Pater Abraham kommt an, mit weißem Taschentuch, trocknet ihr die Tränen und auf einmal ist Mutti unsterblich in ihn verliebt. Klingt nach so einer Daily Soap-Folge. So, hey, wer bist denn du? Komm, bleib hier. Ich will mit dir spielen. Ich bin Priester, weißt du, ich liebe Kinder. Entschuldigung. So, oh, jetzt ist hier offen. Okay. Alter, ist er. David, if you don't show yourself, the entire village will see me off to the gallows. Grown-ups never understand anything by themselves, and it is tiresome for children to be always and forever explaining things to them. Listen, I want to give my mother a flower, but the flower is dead. Can you bring it to life? Ja, aber ich muss erstmal das Bild von Jesus finden. Irgendwo. Aber da kann ich nicht hin, ich darf. Anscheinend nicht ins Wasser. Doch, ich kann übers Wasser gehen. Das Wasser hat einen hölzernen, hölzernen Klang, wenn man drüber läuft. Oh. Oh, komm mal da. Guck mal, das ist ein weißer Hirsch oder sowas. So, wo ist jetzt das Bild? Das gilt zu finden. Irgendwo versteckt.
Those icons look exactly like the floating ones from the shore. Okay. Where is your soul? Have I really lost my soul? Long is the way and hard that out of hell leads up to light. Das glaube ich. Gibt's ein bekanntes Lied zu, ne? It appears to be an Eastern European language. Go towards the heavens and lay beside the Creator. It is from the Lamentations of Christ. Oh Gott, okay. Die Beweinung Christi. Ne? So, als am Kreuz hing, sind sie alle hier mit einer Flasche Wein gekommen, haben die drüber geschüttet nochmal, so über ihn. Das war die Beweinung Christi. So ist es abgelaufen. Spätburgunder, glaube ich. Oh Gott, was haben wir denn hier noch? Oh, Anastasis. In Greek, it means resurrection. Okay. In thy light, we see the light. Of course, we are blind. Though seeing, we do not see. Though hearing, we do not hear. Blind? It means the love of God. In verschiedenen Sprachen. Eternal wisdom. Das ist ein Schlüssel. Ist ein Rätsel. Ey, das ist irgendwie, ist alles. Ja. Alles klaro. Ist okay. So, ich hätte gerne das Jesus-Bild. Gucken wir mal, gehen wir darauf. Ah, this blasted steam! Da komme ich nicht vorbei. Sauerei. Warte mal, da oben. Kann es sein, da oben? Da oben ist das Jesus-Bild, ne? Irgendwie muss man doch hier vorbeikommen können. Aber warte mal, ich würde gerne erstmal wissen. Gehe ich gerade auf Bildern von Jesus übers Wasser? Da ist die Tür. Die geht aber noch nicht auf. Okay. So, was haben wir denn hier? Ein Lämmchen! Ja, was denn jetzt? Ja, wohin? So, da kann ich was machen. Ah, Steine weg. Okay, so. Der noch. Und die wiegen ja nichts. So, was haben wir noch hier drin? So, und weg damit. So, was zum Fick ist das? Ich habe keine Ahnung. Habe jetzt Dampf abgelassen, kann ich jetzt hier nach oben und das Jesusbild holen. Das wird ja der creepy Junge. David, is that you? No, he's Alexander. Who is Alexander? He's my brother. I don't want to speak about him right now. Some memories bring back pain. So, okay. Erzengel Raphael. Gut. Nimmst du mit. So, warte mal, hinten saß noch die Eule, habe ich eben gerade gesehen. Die war doch hier irgendwo. Die Eule, die saß doch da eben.
Ist ja auch egal. Okay, alles gefunden. Glaube ich. Guck mal da oben, das ist die Epilepsie-Eule. So, was macht ihr denn mit ihren Flügeln? Den Fluglotse. Pass auf, ich habe am Flughafen gearbeitet. Immer mit dem Flugzeug gekommen. So, hier nach hinten und du da drüben hin und landen. Okay, so, jetzt haben wir hier noch was. Ah, ja. A cup of hot tea? Das muss ich jetzt bewässern hier, oder was? Eine Rose in einer Winternacht. Da steht irgendwas. Just a tear is all she wanted. Warte mal, ist da irgendwie ein Hinweis oder so? Auf diesem Rätsel? Also das... So. Das so. Ah, das ist es. Okay. I really love to play such types of games with you. You're a bit boring as all the adults, but you'll get used to it in time. Yet I don't understand. Ich verstehe es auch schon lange nicht mehr, hey. Es ist halt so. Gut, also, was haben wir jetzt hier gebraucht? Ein Cup of Hot Tea in einer Winternacht. Okay. Tür ist offen. Ich bin raus hier. Wer die Wäsche abhängt, ist mir scheißegal. Ich mach's nicht. Auf geht's. Oh Mann. Ey, ist nicht dein Ernst? Okay, zurück hier in dem Kinderzimmer, würde ich sagen, schaue ich mich dann in der nächsten Folge um. Und warum da ein Spiegel hängt, ich hab ganz im Ernst, ich weiß nicht, ich will es auch nicht wissen. Es klärt sich in der nächsten Folge. Ein umgedrehtes Kreuz auf dem Kopf. Ne? Jesus musste mit zuschauen. Auch so ein Fetisch, keine Ahnung. Teddy musste zugucken. Das ist so bizarr. Okay, gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und ciao, ciao.